Hier schweben 7 Tonnen in die Höhe. Die Jubiläumsglocke der Münchner Stadtpfarrkirche St. Peter kehrt nach Reparaturarbeiten wieder in den Turm zurück. Unter erschwerten Bedingungen, bei Gewitter und Starkregen. Das ist natürlich immer schwierig, weil der Kranfahrer nichts sieht. Er kann nur auf das Kommando von mir praktisch das machen. Das heißt, von herunten bis zur Plattform ist er eigentlich im Blindflug unterwegs. Hat zwar Scheinwerfer oben, also ganz so risikohaft ist es jetzt nicht, aber es ist immer ein Grundrisiko, weil Tageslicht ist was anderes wie Nachtlicht. Ein paar Tage später. Jetzt kommt die eigentliche Schwerstarbeit. Denn die Glocke ist zwar oben im Turm, aber noch lange nicht an ihrem Platz. 2,20 Meter Durchmesser müssen durch diese schmale Öffnung. Und 25 Meter in die Höhe. Da ist Maßarbeit gefragt und Muskelkraft. Natürlich hat man Übersetzungen und alles, aber das ist natürlich, die Glocke bewegt sich dann Millimeter für Millimeter nach oben, weil das ist über Flaschenzüge, Umlenkungen. Das also geht nicht so schnell, ne? Ursprünglich war geplant, dass der Kran unten steht, wir sein Seil nehmen, durch die Dachöffnung durchfahren, mit einer Umlenkrolle den Turm hoch, herum an die Umlenkrolle und der Kran macht den Hub. Aber wenn der erst um 10 Uhr abends aufstellen kann und die Glocke um Mitternacht eingebracht wurde, da braucht der Kran freie Sicht, also da haben wir keine Chance nicht da. Und weil das Wiedererwarten nicht genehmigt worden ist, haben wir sie eben müssen umdisponieren und jetzt alles mit der Hand machen. Die Glocke ist eine der tontiefsten in Bayern. Zur 800-Jahr-Feier Münchens vor 60 Jahren schenkte die Prinzregent-Luitpold-Stiftung der Kirchengemeinde die große Jubiläumsglocke. Sie wurde unter anderem zum Gedenken an die Verstorbenen der Stadt geläutet. Bis 2014. Da hatte man einen Riss an der Anschlagstelle entdeckt. Der Grund: Materialermüdung. Sie darf nicht an der Rissstelle, oder soll nicht an der Rissstelle anschlagen. Deswegen, das ist jetzt die Schwierigkeit gewesen, die Glocke um 30 Grad drehen. Durch das sind die Kronenverhältnisse alles anders als wie normal. Ein paar Wochen zuvor. Im Glockenschweißwerk in Nördlingen hat Hans Lachenmeier mit seinem Team den 70 cm langen Riss ausgebessert. Anschließend bauten die Experten einen Ofen um die Glocke herum. Nach gründlicher Kontrolle des Ofens auf seine Dichtigkeit wurde der Klangkörper dann über 3 Tage hinweg auf über 400 Grad Celsius erwärmt. Nach erlangender Schweißtemperatur wurde der Ofen an der Rissposition nach und nach in Abschnitten geöffnet und der dann sichtbar freigelegte Teil der Glocke geschweißt. Die reine Schweißzeit betrug ungefähr 8 Stunden. Anschließend wurde der Ofen wieder geschlossen und die Glocke konnte eine Woche lang kontrolliert abkühlen. Die Sanierung hat rund 400.000 Euro gekostet. Am 29. Juni wird die Jubiläumsglocke erstmals wieder feierlich geläutet werden. Ich bin seit 3,5 Jahren Pfarrer in St. Peter und habe die Jubiläumsglocke noch nie läuten hören. Der Sprung war am 1. Mai vor 4 Jahren. Und ich bin sehr gespannt, wie die Glocke nun klingt. Und das werden nach dem langen Schweigen der Glocke nun endlich auch die Münchner wieder hören können.